Hallihallo, der Jan hier von Music & Stuff und wir sind hier auf der NAMM Show bei Engel, wo es hier was Schickes, Neues, Kleines gibt, was auf den ersten Blick einfach aussieht wie ein relativ normaler Amp, der aber hier doch eine ganze Menge an kleinen Schaltern hat. Und der Martin von Engel war so nett, uns mal ein bisschen was zu erklären, was es denn mit diesem Iron Ball Special Edition so auf sich hat. Also der Iron Ball Special Edition ist prinzipiell ähnlich aufgebaut wie der Iron Ball, der alte Iron Ball, der 606er. Allerdings haben wir hier noch digitale Effektsektion eingebaut, dann haben wir einen Impulse Loader eingebaut. Es ist genau, alle Funktionen an der Front sind speicherbar, genauso wie die hinten. Das sollte man vielleicht mal umdrehen jetzt. Dann sehen wir es schön. Also wir haben hier die Effektsektion mit Noise Gate, hat er auch neu drin. Den IR Selector, man kann selbst IRs reinladen. Also wenn man jetzt Favoriten hat, die kann man einfach mit reinladen. Drei sind von Haus aus von uns mit drin. Alles MIDI speicherbar, sprich man kann auf Kanal 1 jetzt ein anderes IR Setting draufsetzen, wie auf Kanal, wie auf dem Lead-Kanal zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich so das Ding jetzt. Genau, und da man hier jetzt den PowerSoak auf komplett ausschalten kann, kann man das Ding auch ohne Box benutzen, wenn man jetzt sagt, live oder im Studio, ich will eigentlich nur meine Responses benutzen. Genau, ja. Und der Tontechniker sagt, ich soll keinen Krach mehr auf der Bühne haben. Richtig. Da ist dann, jeder Tontechniker ist dann glücklich damit, ja. Genau. Und vorne, wie du schon gesagt hast, ist er einfach, ich sage jetzt mal, der klassische Iron Ball. Mit, ich nenne es jetzt mal 2,5 Kanäle oder 2 Kanal plus. Es ist eigentlich 2 Kanäle, aber jeder Kanal ist nochmal boostbar. Also jeder Kanal hat einen Gain Boost. Alles speicherbar. Sieht man auch schön. FX Loop ist schaltbar und speicherbar. Und Noise Gate ist eben auch schaltbar. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Wann dürfen wir denn damit rechnen, den bekommen zu können? Mitte des Jahres. Okay. Also Ende Juni, Anfang Juli ist er draußen. Okay. Und Vorfreude ist ja oftmals mit die schönste Freude. Mhm. Da kann man sich also schon mal drauf freuen. Ja. Ja, dann vielen Dank für diesen kleinen Überblick. Gerne. Dann sind wir mal gespannt, wie er dann am Ende klingt. Aber lecker aussehen tut er auf jeden Fall schon mal. Danke. Dann ja, viel Spaß noch hier auf der NAMM Show und dass die Stimme nicht in den nächsten Tagen versagt. Danke. Jo. Ebenso. Bis dann. Tschüssi. Ciao.